Hochschule für Musik. Riesiges Teil hier. Schön, wie man das so schön auf Deutsch sagen kann. Großes Teil. Aber auch hier kann man sich eigentlich überall frei bewegen. Solange man sich respektvoll verhält, kann man sich ja auch überall hinsetzen. Oder mit einer Decke hinlegen. Gibt es sogar einen Bücherschrank. Gibt es das bei euch auch? Das würde mich mal echt interessieren. Gibt es das irgendwie noch woanders oder gibt es nur hier? Ich möchte eine VHS, The Million Dollar Hotel, mit Mila Jovovich. Da müsste ich mir den Videokassettenplayer mit ausleihen. Ein Bücherschrank. Ja, ernsthaft, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr sowas habt bei euch oder nicht. Und wenn ich euch ein Buch ausleihen soll, einfach reinschreiben. Da ist gerade Klavierunterricht. Da hinten ist wieder die Dullacher Allee, wo gerade die Bahn herfährt. Und das ist auch Musikschule.
dramatisch. Und das ist immer noch der Bereich hier Tullerstraße. Mal gucken, nicht in die Scheiße treten. Ziemlich zentral gelegen. Am besten Pause drücken. Jetzt wieder raus, ohne in die Scheiße zu treten. Okay. Auch hier wird gerade fleißig geübt. Also wer ein kostenloses Konzert haben möchte oder wissen möchte, wie es in einem ADHS-Hirn klingt, ungefähr so. Fehlt noch irgendwie ein Narrator, der erzählt, was so abgeht und alles kommentiert, also ein Kommentator. Oh, ein Fußballfeld mit zwei Holztoren. Old school. Eigentlich richtig schön hier. Was heißt eigentlich? Es ist richtig schön hier. Also wenn ihr in der Nähe von der Tullerstraße seid und einfach mal ein bisschen euch ausruhen wollt oder ihr shoppen wart und euch mal ein bisschen auf der Decke legen wollt oder so, dann so, das war jetzt ein bisschen windschief, weil ich jetzt mit einer Hand meine Maske aufgesetzt habe, damit ich dann jetzt... Oh, meine Bahn kommt. Sehr gut. Das heißt, ich verabschiede mich. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr so grüne Oasen habt. Schreibt es mir rein. Würde mich freuen. Bye, bye.